Hallo ihr Lieben, Hi. wir sind heute bei den Blangsinga Waterfalls. Ja. Heute ist schon sehr heiß die ganze Zeit, deswegen gehen wir heute baden. Das war erfrischend bei der Hitze heute. Also man muss sagen, kann man empfehlen, oder? Wasserfälle. Ja. Also schön. Ist echt schön. Ein bisschen viel los vielleicht, viele Leute, aber ist echt schön angenehm zum Baden. Da ist ziemlich die Strömung, kann versuchen in den Wasserfall reinzuschwimmen. Ja. Und es ist circa. Thank you. Ist nur so 25 Minuten vielleicht von Ubud. Ja, nicht weil das südlich. Nicht ja, also. Schaut mal vorbei. Hallo! Hallo! Wir sind jetzt am Flughafen in Bali. Ja! Und unsere Reise geht wieder weiter und wir freuen uns schon. Und wenn ihr wissen wollt, wohin es geht, dann wir dranbleiben. Tschüss! Wir sind nach Jakarta geflogen. Und waren dann schon eine Nacht in Jakarta. Wir sind dann jetzt heute Morgen weiter Richtung Koro gefahren im Zug und wir haben schon einiges erlebt, also ist sehr, sehr anders wie Bali. Aber wir haben jetzt gerade noch keinen Lauf. Ist auch gar nicht so einfach eigentlich. Nicht so einfach. Deswegen, ja, wir hatten immer Hilfe, aber wir erzählen euch das später, weil wir sind jetzt gerade noch hier ein bisschen, haben noch ein bisschen Probleme. So, wir laufen jetzt hier. Wir gehen nämlich noch weiter nach Sukabumi und wir müssen jetzt schauen, dass wir überhaupt noch ein Zugticket kriegen. Und das ist sehr lustig hier. Also wir haben seitdem wir da sind, fast anderthalb Tagen, wir haben jetzt keinen einzigen Westen gesehen. Also es ist wirklich nicht touristisch. Aber sind die einzigen. Also sind die einzigen hier. Und es ist auch sehr lustig. Oh, schau mal. Ja. Nutz auf, wir werden hier. Das ist ja schon was Besonderes. Da kommt man sich ein bisschen vor wie ein Außerirdischer hier, oder? Also jeder schaut uns an, aber alle ganz nett lächeln uns an. Wir haben auch schon ganz sehr nette Leute getroffen. Ich muss sagen, Herr Ramona, komm mal ins Bild. Ja, jetzt müssen wir die Straße überqueren. Und dann hoffen, weil wir müssen die Train Station wechseln. Also wir sind auch heute schon den ganzen Tag mit einem schweren Gepäck unterwegs. Und das ist langsam wirklich schon anstrengend. Wir sind jetzt schon einmal mit dem Taxi gefahren. Dann mit dem Zug einmal schon umgestiegen. Jetzt müssen wir nochmal umsteigen. Und dann von da aus nachher auch noch ins Hotel. Also weit nicht mehr so einfach wie von Bali aus. Und das Problem ist halt auch, hier spricht eigentlich so gut wie keiner Englisch. Also wir das überhaupt nicht weit. Auch kein Wort, also das macht es halt ein bisschen schwierig. Wir waren jetzt froh, dass wir jetzt hier so im Regen endlich am Bahnhof angekommen sind. Ja. Und jetzt sind alle Tickets ausverkauft. Und heute ist Freitag, das komplette Wochenende auch. Daher dürfen wir jetzt mit dem Bus weiterfahren. Wir müssen wieder zurücklaufen, ja. Die Busstation suchen und dann mal schauen. Also bis später. Wir fahren jetzt mit dem Bus. Hier ist schon eine
Türe. Hallo. Wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen. Und wir sind jetzt auch wirklich froh, langsam da zu sein. Ja. Also, Playboy vorne weg, würde ich mal was sagen. Also, als paar kleine Tipps, was wir jetzt gleich mal festgestellt haben. Wenn ihr hier Java oder Indonesien bereist, ist es wirklich so, dass mit dem Englisch sehr, sehr schwierig wird. Also, ich würde mal sagen, 99% sprechen überhaupt kein Wort Englisch und verstehen es auch nicht. Und also, ja. Es ist empfehlenswert, zumindest so grundlegend ein paar Dinge vielleicht auf Indonesisch sich anzueignen. Ja. Man braucht hier relativ viel Gelassenheit, würde ich mal sagen. Also, es ist wirklich deutlich anders, schon auch wenn ihr vielleicht schon in Bali wart oder so. Also, Bali ist schon ein himmelweiter Unterschied. Ja. Also, wir sind wirklich heute seit gestern Abend unterwegs. Ja. Und heute den ganzen Tag und wir haben nicht einen Touristen gesehen. Was jetzt ja natürlich jetzt nichts Schlimmes ist. Nur wir uns selbst. Ja. Aber es ist einfach alles viel schwieriger zu organisieren. Ja, schon. Also man kommt schon rum mit dem Bus und dann man versucht halt mit Händen und Füßen sich so irgendwie zu verständigen. Aber es ist halt alles sehr groß und es ist halt alles natürlich nicht westlich, wie man es gewohnt ist. Und von dem her, ja, ist halt, wir sind zum Beispiel, jetzt mit der Gelassenheit, erklären wir mal. Wir sind halt zum Beispiel... Zuerst mal wollten wir mit dem Zug fahren von Jakarta nach Sukabumi. Dann ging es halt mal los, gleich, dass halt vor Ort dann die Tickets ausverkauft waren, dass wir ewig durch den Regen gelaufen waren. Wir mussten zu einer anderen Zugstation, weil eine Zugstation, die fährt halt, die Züge fahren woanders hin genau. Und dann hatten wir uns also halt da rausgelassen. Wir sind halt ja schon im Taxi zum Bahnhof gefahren und das am Bahnhof ist halt der Zug gar nicht abgefahren, denn die Station war halt woanders. Das heißt, wir hatten dann riesen Glück, dass uns jemand angesprochen hat. Also wirklich sehr hilfsbereite Leute, also wirklich alle, auch mit Händen und Füßen, jeder versucht zu helfen und so, alles war echt gut. Und auf jeden Fall hat uns dann einer mitgenommen und ist extra mit uns bestimmt eine halbe Stunde, mit dem ganzen Gepäck, und auf jeden Fall eine halbe Stunde, ist halt zu der Station gelaufen, hat alles für uns mit dem Ticket gemacht und so mit dem am Schalter geredet und so weiter. Der konnte zum Glück sehr gut Englisch, weil er hier auf die Universität geht. Ja, der ist auch bei der Bank. Und, auf jeden Fall, das war sehr nett. Die Weiterfahrt gab es halt, waren alle Tickets ausverkauft. So, jetzt mussten wir halt mit dem Bus fahren, sind wir halt rüber, zur Bushaltestelle geschickt worden, sind wir dahin. Oder halt so mitten an der Straße, keine richtig Bushaltestelle, sind wir eingestiegen im Bus, dann sind wir mit dem Bus vielleicht 5 Minuten gefahren. Der hat uns dann an so der nächsten Stelle rausgelassen, wo dann halt weitergeht nach Sukabumi. Ja. Und dann sind wir halt schon mal eingeladen worden, wo es halt wirklich nicht komfortabel mit dem Bus. Also erstens mal voll, also richtig voll, also man sitzt halt so und dann haben wir erst mal eine Stunde oder so gewartet in der Hitze, bis er halt voll ist, immer wieder vorzufahren, zurückzufahren. Und das ist halt auch normal, deswegen sage ich Gelassenheit. Ja. Wir sind auch gelassen geblieben. Sehr viel Gelassenheit. Dreht er nicht durch oder so. Das ist ziemlich normal hier. Auf jeden Fall, irgendwann sind wir losgefahren. Also wir haben auf jeden Fall jetzt den ganzen Tag gebraucht, jetzt ist fast abends. Und das für 200 Kilometer. Ja, auch allgemein ist schon einiges schwieriger, alles zu organisieren. Einfach die Sprachbarriere und ist halt alles auch ein bisschen anders. So, man muss vielleicht, ja natürlich, wenn man schon jetzt eine Weile durchkreist ist und so weiter, dann geht es mit Sicherheit besser. Aber ja, wir haben es geschafft. Auf jeden Fall sind wir jetzt fast hier, wo wir eigentlich hin wollten. Fast. Wir wollen eigentlich nach Sianju, aber das ist ja nächstes Mal mehr. Also wenn ihr uns weiterhin hier umherirren sehen wollt, dann bleibt dran, like das Video, abonnieren und so weiter. Ja, nee, das ist alles geplant. Also, bye bye.